Willkommen zurück in Gotham, und zwar zu der Mission Kopf des Dämons bzw. die Lazarusgrube. Der Glockenturm hat den Aufenthaltsort von Talia al Ghul ausfindig gemacht. Konfrontiere sie und beende den Angriff der Liga auf Gotham. Folie Stufe 25 bis 28. Was bin ich für eine Stufe? Ich glaube 30. Schauen wir mal, was da drinnen so passiert. Ich habe auf jeden Fall einen niceen Skin hier mit so goldener Maske. Das bietet. Für die Optik habe ich sogar meine stärkere Rüstung weggelegt. Aber die Rüstung ist trotzdem episch. Was heißt episch? Legendär. So, 45 Meter. Hier ist der Eingang, okay. Was gibt's hier für Lautsprecher? Cool. Sendet hohe Frequenzen aus, na klar, für die Fledermäuse. Ha! Und ab ins Loch. Durchsuche den Tunnel. Okay, haben wir überall Lautsprecher wieder, wie draußen. Beziehungsweise wie bei dem Rätsel von vor uns. Eins muss man der Liga lassen. Hier ist es gruseliger als in Arkham. Oh ja. Langsam. Nicht mal ich würde den Sprung überleben. Wie komme ich darüber? Das könnte ja sein. Wir könnten so drauf schießen, oder? Sieh dir das an. Glockenturm, ich folge dem Tunnel der Liga. Besonders verstohlen waren sie nicht gerade. Tu nichts Unüberlegtes. So, haben wir das schon mal geschafft? Was war das? Die Scheiße geht doch noch hoch, ist es da ernst? Machst du dir kein Bild, wenn ich einen Tunnel... Ja, alles klar, das ist ein Fallen. Okay, ich weiß Bescheid. Am besten ich sprinte einfach. Ist okay. Hä? Wo sind wir jetzt? Animatronischer T-Rex. Mhm. Glockenturm, ich stehe in der Betthöhle. Oder das, was davon noch übrig ist. Die Betthöhle. Weit weg vom Friedhof. Wie lange haben die gegraben? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ich muss wissen, was hier vorgeht. Verirr dich nicht. Klar, Glockenturm. Wir geben uns Mühe. Reiche die andere Seite der eingestürzten Betthöhle. Das haben wir ja. Hier ist ein Leute verletzen können. Hoffentlich hat's Ninjas erwischt. Na ja, Mann, fühle ich. Komm, zieh einen Ransen ein und quetsch dich durch. Oh, die Waffen sehen echt gut aus. Ach, schade, dass man die so im Aim nicht sieht. Okay, wieder Rutschparty. Das hätte ich jetzt fast verkackt. Wer blickt hier rum? Oh, dieses Sliden bzw. Ausweichen ist das allerletzte. Hab die Liga. Ich sag es den anderen. Ja moin, euch hab ich vermisst. Ja! Oh! Wieso machst du so viel Schaden? Aber ich mach auch Schaden, Kollege. Sehr gut. Durchsuche die eingeschützte Betthöhle immerhin, okay.
Hau mal das Seil raus. Du hast ja gar nichts zu melden, wenn ich anfange zu schießen. Die Landung hast du wohl nicht. Oh, hier, Joker-Karte, aha. Na, Kugelhagel bockt euch gar nicht. Hier oben könnten wir rein. Gibt's noch irgendwas zu holen? Ja, eine Kiste, okay. Lila Loot brauche ich nicht. Wir brauchen ein Jolt. Ziehen Ransen ein, man kennt's. Gibt's hier was? Nee. Okay. Man kennt die Lampen wieder, ja. Jo, glitch erstmal kurz rum. Danke dafür. Hep. So, ich glaube, nee. Wohin? Wir könnten natürlich auch einfach unseren Sprung machen. Diesen Kleidersprung. Oh, ey, der funktioniert hier drin nicht. Warum? Ah, das ist jetzt dünne. Der war schlecht. Ein Tap. Jetzt müssen wir mal schauen. Wo geht die Reise jetzt hin? Ich würde mal sagen, einfach springen und dann... Okay. So. Bisher eigentlich ganz chillig. Weiter. Yes. Huch. Das ist schade, dass man den nicht wenden kann, wenn der immer schießt. Versaust die ganze Streak damit. Das macht nochmal schön Brandschaden. Gegen die Typen machst du halt nichts. Wo kommst du? Da macht halt 4 Kombos hintereinander, ne? Lernt er denn nie dazu? Nein, lernt er nicht. Na genau, von da oben sind wir gekommen. Suche einen Ausgang. Jetzt wollen wir wieder raus, oder was? Ne, warte mal. Ja, moin. Mein Fehler. Müssen wir nicht da hoch? Ne, hier lang. Ja. Das ist der Weg. Jetzt schon. So lange sind wir doch gar nicht hier. Ah. Ah. Oh. Okay, okay, okay. Hier so ein bisschen im Zickzack rüber. Und noch weiter runter. Oh Mann. Hab dich.
Wow. Da drückt so Damage. Pistole schlägt dein scheiß Katana. Immer schön alles einsammeln. Ich wollte gerade sagen, war das richtig? Aber ja. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ich bin froh, dass ich wenigstens ein bisschen Damage mache. Die Kämpfe haben sich schon mal so in die Länge gezogen. Erreiche die unteren Höhlen. War sicher schwer, das Wasser der Lazarusgrube den ganzen Weg zu schleppen. Mhm. Na, geht's weiter oder? Jetzt. Hier unten liegt eine Kiste, da drüben ist eine Kiste. Kommen jetzt Gegner? Bestimmt, ja? Ja. Kommt ruhig, ich habe unendlich Kugeln. Ich hab Kugeln für euch alle. Da spaß ich ja nicht rum. Komm mal her, bevor mein Special abläuft. Bruder! So, die haben wir gefinished und jetzt müssen wir... Was? Erreiche die alte Tür. Okay, du hast einfach mal keinen Bock. Finde ich auch okay. Jetzt geht's. Verstehe schon, mein Aim war nicht so gut. Hä, warum springst du denn? Also nun ja, das ist manchmal ein bisschen komisch, sag ich ehrlich. Warum springt er da nicht? Ich dachte, Kreis ist springen, oder? X. Was hat er jetzt gemacht? Na, dann mach mal halt diesen, Alter. Wenn du keinen Bock hast zu springen. Nicht jetzt. Warum verwendet ihr die Dinge überhaupt? Hallo. Daneben. Jetzt kannst du nochmal üben. Oh, jetzt kommt der wieder. Ich dachte, du bist im Arsch. Na, der Special war gut, hä? Der hat geschmeckt. Hier gibt's noch eine Kiste. Komm, gib mir Gold. Die sieht aber edel aus hier. Ich weiß über Arkham Bescheid. Krank, selbst für dich. Wusstest du, Kindchen, dass eine Lazarusgrube mehr kann, als Menschen vor dem Tod zu bewahren? Sie hat viele Zwecke. Tatsächlich. Kann eine Lazarusgrube einen Geist formbarer machen?
empfänglicher für Vorschläge. Oh, erzähl mir mehr über die Wunder der Lazarusgruben. Manchmal geht es nicht nur um die Armee, sondern um den richtigen General, um sie zu führen. Was? War ich nicht gut genug? Wie schade. Du konntest Gotham nicht retten. So wenig wie dein geliebter Batman. Ich habe das Problem endlich gelöst. Das sieht nicht gut aus. Wer ist das? Das ist aber nicht Batman, oder? Erzähl nicht. Bruce. Die vielen Kontakte zur Lazarusgrube haben meinen Vater leider verrückt gemacht. Aber ich habe diesen Kontakt genutzt, um Bruce von seinem lächerlichen Schwur zu befreien. Und du bist genau, was wir brauchen. Bruce, letzter Test. Dann führen wir die neue Liga zum Sieg und schaffen die Welt neu. Besiege diesen Heuchler. Hole dir die Stadt zurück, die dir gehört. Bruce, nimm das Medaillon ab. Das kann ja lustig werden. Hör nicht auf sie. Bruce, wir sind doch Kumpels. Eieieiei, was machst du da? Sorry, Bro. Ich muss auf dich schießen. Wow. Du hast doch ein bisschen Zeit zu trainieren, kann das sein? Yo, Alter, Bruce! Du warst wahrscheinlich ein bisschen zu lange bei denen. Was? Oh, yo, was? Da drückt mir meine eigene Knarre ins Gesicht. What the fuck? An Bruce appellieren? Wie? Achso. Komm schon, Bruce. Lass Talia nicht gewinnen. Kämpf dagegen an. Du bist tot, Jason. Sie sagte, sie hätte netter Versuch. Aber ich lebe noch. Bruce, mach doch nicht diesen. Wow. Ja, geil, Alter. Ich kann halt gar nichts gegen den machen. Boah. Bruce, was hast denn du gelernt? Boah, was? Yo. Warte. Ja, ich drücke ja schon. Du hast mich vor dem Abgrund bewahrt, Bruce. Mir das Töten ausgetrieben. Erinnerst du dich? Es ist die Wahrheit. Ich bin's, Jason. Bruce, das sind noch ein paar Life Points und danach kommst du zur Besinnung. Oh, was? Digga. Zum Glück habe ich schon so ein hohes Level, sonst würde ich hart reinscheißen.
Ja, cool, wenn ich immer so ein bisschen der Sieger wäre beim Nahkampf. Ja, moin, Alter. Jedes Mal die gleiche Situation. Alter, die Lazarus-Gruppe, die ist ein bisschen aggressiv. Was ist denn das, Alter? Oh, 1040, Alter. Das geht ja ab. Ah, Bruce, Alter. Was hab ich da getan, Alter? Das sind doch Kumpels. Jetzt, ey. Das war's, Bro. Hallo? Geht's? Also manchmal... zugeholt als... Los. Wir verlieren an Glaubwürdigkeit, wenn man uns so sieht. Du musst wirklich niemandem was beweisen. Am wenigsten mir. Gehen wir. Talia ist später dran. Ist da jetzt nicht der Ernst, oder? Du solltest nur stillstehen, mein Liebster. Lass mich diese Last um unser beider Willen loswerden. Nein! Bitte, Bruce. Du darfst nicht. Du bist dran, Jason. Ich weiß, du gibst nicht auf. Ich hätte dich im Grab lassen sollen. Um seinetwillen töte ich dich nicht, Talia. Aber das Ganze wird dir deutlich mehr wehtun als mir. Zwei Bossfights, Mann, was geht? Ja, ich bin nur mit Ausweichen beschäftigt. Was willst du da machen? Wow. Da hat die auch noch einen Bogen. Chance ist verbraucht.
Du bist zu schwach, um mich zu besiegen. Wow. Du hast eine gute Meinung von mir. Du kennst aber meine kleinen Pistols noch nicht, hä? Hey, hallo. Übertreib. Wie viele Ninja-Sterne hast denn du? Ich werde deinen Tod noch lachen. Wow. Du glaubst, du kannst mir schaden? Ich hoffe, da kommt mal der Live an, oder du bist gleich im Arsch. Daneben. Wow. Das wird wehtun. Boah, da hat er mies gesessen. Raus aus der Grube. Ich darf da nicht stehen. Boah. Wer kommt jetzt? Was war so lustig? Dich. Mein lieber Jason. Konzentriert darauf, mich zu erwischen. Hast du deinen eigenen Verfolger übersehen? Oh nein. Du bist schuld, Talia al Ghul. Deine Abscheulichkeit hat uns hergeführt. Und jetzt werdet ihr beide sterben. Der Tod besucht keine Al Ghul. Oh, Scheiße. Ja, und nochmal eine zweite Phase. Genau, weil es schmeckt. Ich hätte die Lanze noch länger gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, ja, ich weiß. Nur du. Boah, ein Glück habe ich schon eine legendäre Rüstung, Alter. Sonst wäre das ein harter Krampf. Klar musst du nachladen, Bro. Was ihr auch versucht. Du wirst dich nie mehr enttäuschen. Ja, Alter. Die macht ein paar Attacken, das ist unglaublich. Und die lässt mich nicht zum Zug kommen. Ding ist, wenn du halt schon solche guten Waffen hast, warum auf Nahkampf einlassen eigentlich, ne? Das ist unnormal. Glück schiebt das noch, ey. Wo der hinschießt, das check ich halt gar nicht, ey. Das schmeckt 1400 ins Gesicht.
Mein Liebster hat dich wohl gut trainiert. Es ist vorbei. Jetzt unserer Beute. Ich hasse den Kerl jetzt schon so sehr wie den letzten. Sei tapfer. Dein Tod hat einen Sinn. Du stirbst. Damit der Rat für immer lebt. Du willst diese Lazarusgrube? Versuch es ruhig. Los! Erledige die Lazarus. Oh nein, Alter, was lassen die denn alle? Also, hä? Was die alles auf uns loslassen? Na, wir ziehen lieber die Bahn. Oder will er was einstürzen lassen? Ihr seid ohne mich gewachsen. Werdet eure eigenen Helden. Die Ritter, die Gotham braucht. Gemeinsam seid ihr stärker als Batman es je war. Ich bin stolz auf euch alle und... Es tut mir leid. Was machst du da? Du solltest weglaufen. Es waren nie Gottes Verbrecher, die ich fürchtete. Sondern euch, die unersättlichen Reichen. Politiker, die eure Forderungen erfüllen. Polizisten, die denjenigen wehtun, die sie schützen sollen. Kriegt ihr nicht. Ich lasse es nicht zu. Die Lazarusgrube ist weg. Ein Haufen Asche. Der Rat tauchte nach der Zerstörung der Grube ab. Größtenteils. Nur eine Frage der Zeit, bis er wieder auftaucht. Talia hat sich aus dem Staub gemacht. Irgendwo versteckt plant sie ihren nächsten Schritt. Sie ließ ein paar Marionetten der Liga zurück, die uns überwachen sollen. Oder beschäftigen. Beides wahrscheinlich. Das Batwing-Wrack
Wir haben es inspiziert. Er ist tot. Gotham braucht mich. Der Rat wird versuchen, es zu vertuschen. Also alles wie immer. Doch nicht nur sie beobachten. Jacob Kane bloßzustellen war nur der Anfang. Der Rat der Eulen terrorisiert die Stadt seit Jahrhunderten. Und er wird nicht aufhören. Doch die Zeiten, in denen darüber geschwiegen wurde, sind vorbei. Ich finde jeden einzelnen von ihnen. Und werde ihre Verbrechen aufdecken. Bürger Gothams. Ihr verdient es, ohne Angst zu leben. Ich schwöre. Ich höre nicht auf zu kämpfen, bis ihr es könnt. So, ich würde sagen, Hauptstory beendet. Da können wir noch kurz schauen, was jetzt noch passiert, ob wir irgendwas freigeschalten haben oder noch eine Videosequenz kommt. EP. Wir haben einen neuen Anzug auf jeden Fall. Oh, muss man fühlen. Ich finde das Goldene cooler. Und genau, jetzt ist alles weg. Wir haben bloß noch Mafia, so ein bisschen Nebenzeug. Genau. Dann ist es jetzt abgeschlossen, meine Freunde. Da wird jetzt das Video beenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also haut rein.